Seriously? Du fährst zum Landesfinale? Sprich was dagegen? Lass mich kurz überlegen. Vielleicht, dass du dran schuld bist, dass ich rausgeflogen bin. Wer hat denn das Dino-Kostüm angezogen? Also ich nicht. Echt jetzt? Das ist wirklich so low. Funktioniert doch. Weißt du, was auch funktioniert? Eine Steckdose. Ist aber nicht Sinn der Erfindung. Kein Mensch rennt in einem Hamsterrad durch die Gegend, um sein Handy aufzuladen. Das fällt dir früher ein. Früher als dir. Leute, ich muss leider gleich zumachen. Ich habe einen Termin, sorry. Na dann los. Geht schon mal vor, ich regel das noch schnell. Okay. Charlotte? Na, lass mich raten. Ihr wollt noch weiterarbeiten? Ja, mega viel zu tun. Klar. Kannst du Mama und Papa Bescheid sagen, dass ich später komme, bitte? Klar. Danke. Hasch ab. Schwerer Fall von Bettflucht. Ich halte es da oben keine Sekunde länger aus. Hat mal wieder jemand eine Stinkbombe gezündet? Lieber 5 Stinkbomben als eine Fabienne. Ah, ihr habt also Streit, ne? Wie kommen Sie denn darauf? Schläfst du jetzt hier? Nein. Ja. Egal, was zwischen euch los ist, weglaufen bringt nichts und auf dem Sofa schlafen fällt aus. Also, wegen mir kannst du auch bei uns übernachten. Echt? Auf keinen Fall. Redet doch noch mal miteinander, hm? Wozu? Die ändert sich doch eh nicht. Na komm. Hat jemand von euch Lust auf eine Runde Wikingerschach? Au ja. Kann ich, sorry. Ich teste gerade Gerüche für die neue Geruchsfunktion vom JC400. Falls du pupst oder volle Eier brauchst, wir sind gern behilflich. Danke, verzichte. Dann sehen wir uns gleich draußen auf der Wiese. Marlon, alles okay? Chiara hat gerade den Artikel geschickt. Ist doch super. Zum gleichen Thema wie Sirius. Jetzt habe ich den einen doppelt und den anderen gar nicht. Was mache ich jetzt? Du nimmst den, der besser ist? Genau. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wie sage ich das Sirius und Chiara? Und den anderen Artikel muss jetzt auch noch jemand schreiben. Was heißt das jetzt? Dass ich beim Wikinger-Schach raus bin. Das, was du da ausziehst, ist doch eine super Idee. Sehen Sie, so geht das die ganze Zeit. Was ist dein Problem? Ich komme dir gerade entgegen. Du willst doch nur deine Ruhe. Stimmt. Masuda zieht nicht aus. Verstanden. Wenn ihr zwei keine Lösung findet, dann bleibe ich auch gern hier. Und wir klären das zu dritt. Ist es besser? Dachte ich mir.
Ihr beide kriegt das schon hin. Ganz ehrlich, reicht es dir nicht, dass du mir ständig über den Weg läufst? Musst du mir jetzt auch noch Frau Schiller auf den Hals hetzen? Krieg dich wieder ein! Was willst du eigentlich von mir? Das Landesfinale ist dir doch völlig egal. Es geht nicht um das blöde Landesfinale. Worum dann? Darum, dass du mit allem, was ich mache, ein Problem hast, aber selber die Megasnitch bist. Das mit dem Dino-Kostüm war nämlich dein Prank. Ich stehe wenigstens dazu, wenn ich missbaue. Und entschuldige mich. Wofür soll ich mich entschuldigen? Sorry, dass du es nicht auf die Reihe kriegst. Kannst du bitte wieder gehen? Es war so schön ohne dich. Never ever, Schwester. Schreibst du den Artikel jetzt echt selber? Was soll ich sonst machen? Das, was du vorher auch schon gemacht hast. Und was? Doppelt vergeben. Das war aus Versehen. In jeder Firma gibt es ein bisschen Wettbewerb um das beste Ergebnis. Das kann ich nicht machen. Wenn Chiara und Sirius das rausfinden, werden sie nur mehr motiviert sein, bessere Artikel zu schreiben. Ich weiß nicht. Weißt du, was passiert, wenn du es immer versuchst, allen recht zu machen und ständig zurücksteckst? Gar nichts. Und woher willst du das wissen? Weil ich es viel zu lange selbst versucht habe. Ist was? Nö. Ein Artikel zum Thema Wettbewerb unter ForscherInnen war echt super. Dankeschön. Aber ich brauche noch einen zu einem neuen Thema. Bis morgen früh. Was? Genau, das ist einfach zu wichtig und deshalb muss er auch wirklich gut werden. Wie schön, dass du dann an mich denkst. Worum geht's denn? Etwas ganz Neues. Leistungsdruck und wozu er führen kann. Ins Verderben. Wohin sonst? Okay, ein bisschen genauer wäre schön. Ich glaube, das kriege ich hin. Mit mir selbst Druck machen kenne ich mich aus. Okay. Ich freue mich auf den Artikel. Ich mich auch. Wenn es sein muss. Wer macht einen Wurm? Ich will gerade nichts Süßes. Bist du krank? Ich. Das sieht ja nach schwerer Arbeit aus. Ist es. Denkt ihr dran, das alles wieder aufzuräumen? Und Zähne putzen nicht vergessen? Klar. Gut. Ich verlasse mich auf euch. Ich hab's. Na, Aufräummaschine. Du bist genial, Joyce. Ich weiß. Windenergie. Cool.
coole Idee. Ich muss eigentlich schon nach Hause, sonst kriegt ihr Ärger mit Frau Schiller. Oder auch nicht. Wieso kannst du es eigentlich so gut? Ich habe jeden Urlaub mit meinen Eltern Wikinger-Schach gespielt. Und? Wie läuft's mit dem Artikel? Einer von beiden wird schon gut sein. Sag ich doch. Vertrauen ist gut, aber Auswahl ist besser. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Mahnung, nicht wieder bis in die Puppen arbeiten, okay? Keine Sorge, Frau Schiller. Die Zeiten sind vorbei. Gute Nacht. Läuft doch. Io, ich habe die Zahnbürste gefunden. Sie war unter meinem Karateanzug. Oh, hi, Frau Schiller. Joyce, auf geht's, ab ins Bett. Io und ich wollen noch ins Bad. Ja, ihr habt noch 5 Minuten. Macht ihr euch auch langsam ins Bett? Gute Nacht. Joyce hat mich gedeckt. Frau Schiller denkt, ich schlafe. Wo waren wir? Dabei, ob wir Windenergie einfangen können. Weiß, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz wie. Was machen wir, wenn es komplett windstill ist? Gegenwind! Wir erzeugen Wind, indem wir uns bewegen. Und warum unbedingt Windenergie? Weil der Wind mega cool ist. Er gibt mir das Gefühl, frei zu sein. Okay, überzeugt. Lass loslegen. Sorry. Das war echt knapp. Erst gestern die Zahnputz-Sorry und dann ist mir Frau Schiller heute Morgen auf dem Flur begegnet. Und ich so, Io! Nee, die ist bestimmt schon unten in der Küche. Und wer war nicht in der Küche? Io. Ich also ans Handy. 10 Finger jetzt. Nicht mehr lange, Frau Schiller druckt Steckbriefe. Aber dann bist du ja zum Glück aufgetaucht und Frau Schiller konnte sich endlich entspannen. Was habt ihr da oben eigentlich die ganze Zeit gemacht? Hallo? Jemand zu Hause? Oh, ja. Super. Danke, Joyce. Hallo, Io. Tschüss, Io. Danke für
fürs Gespräch, Eo. Renas und Gustavs Fernbeziehung. Nicht schon wieder. Guten Morgen. Wieso schreibst du meine Artikel? Hab ich nicht. Ich kann deinen Artikel nicht geschrieben haben, sonst wär's ja meiner. Hast du aber. Zweimal sogar. Stimmt, das ist mein Artikel. Also, warum hast du ihn geschrieben? Marlon hat mich damit beauftragt. Nein, Marlon hat mich damit beauftragt. Dann muss er einen Fehler gemacht haben. Oder Marlon hat uns verarscht. Den hier? Kann das sein? Echt jetzt? Zu gar nichts? Was soll ich denn sagen? Der Pen muss rausgefallen sein, als wir gearbeitet haben. Ach so. Okay, mein Fehler, dann ist ja gut. Und dein Handy? Hast du auch irgendwo verloren? Ich hatte nicht vor, die ganze Nacht weg zu bleiben. Wir sind eingeschlafen. Mann! Ich habe Mama und Papa angelogen. Und ich wusste nicht mal, ob dir vielleicht doch irgendwas passiert ist. Raffst du das? Es tut mir leid. Es war keine Absicht. Können wir jetzt einen Haken dran machen? Nein, das können wir nicht. Glaubst du, ich habe Bock, dir die ganze Zeit am Hintern zu kleben? Dann mach es nicht. Niemand bittet dich drum. Wirklich niemand. Das ist jetzt echt unfair. Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich mir keine Sorgen um dich mache. Ich kann verlangen, dass du mir vertraust. Wie? Wie soll ich dir vertrauen? Nach so einer Nummer schon wieder? So wie du mir vertraut hast, bevor ich den scheiß Diabetes gekriegt habe. Da habe ich dich aber auch noch nicht im Koma auf der Intensivstation liegen sehen. Dann versprich mir wenigstens, dass du Io davon erzählst. Sie muss es wissen. Für den Notfall. Damit sie mich dann auch als krank abstempelt? Auf gar keinen Fall. Vielleicht gab's ja Pancakes zum Frühstück. Oder er hatte Durchfall? Ja. Okay, kein Durchfall. Aber ist doch eh alles halb so wild. Ich weiß nicht. Leon war heute Morgen irgendwie komisch. Er ist einfach abgehauen. Kann es sein, dass er irgendwie sauer ist? Hä? Wieso sollte er sauer auf dich sein? Und wieso machst du dir überhaupt so eine Platte? Du bist verknallt. Geht's noch lauter? Oh mein Gott, ernsthaft? Seit wann? Und warum? Wie? Warum? Naja, Leon ist ja schon ganz in Ordnung. Aber... Aber was? Wenn ihr heiratet, bist du mit Charlotte verwandt. So wie es aussieht, musst du dir darüber keine Sorgen machen. Boah, Io, jetzt grab dich mal aus. Leon musste bestimmt einfach nur nach Hause.
Masuda! Wenigstens was. Oh, Scheiße. Oh. Scheiße! Masuda! So. Dann wollen wir doch mal sehen, bei wem das hier besser läuft, Frau Schiller. Okay? 3, 2, 1. Tschüss. Supi. Dann vielen Dank euch allen erstmal für euren wunderbaren Wochenendeinsatz. Mit dem Landesfinale vor der Tür kann Fabian wirklich jeden Support gebrauchen. Vielen Dank. Wo ist sie eigentlich? Okay, ich würde sagen, wir wärmen uns schon mal auf. Komm mal mit. Fangirl-Alarm. Was soll das? Wieso? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest, aber steht dir super. Weißt du was? Es ist mir egal, was du hier abziehst. Ich werde mich niemals bei dir entschuldigen. Wofür auch? Die anderen können sich bei mir bedanken, dass du nicht beim Landesfinale antrittst. Das ist nämlich alles für dich hier ein scheiß Joke. Hallo, Fabian. Ja, sorry für die Verspätung. Macht nichts. Macht nichts, weil ihr beide heute gar nicht mehr aufkreuzen müsst. Und das Landesfinale fällt auch flach. Für euch beide. Was? Ich gucke mir das nicht länger mit euch an. Was soll das, Maron? Was soll was? Jetzt tu doch nicht so. Warum lässt du Chiara und mich denselben Artikel schreiben? Ja, genau, das wüsste ich auch gern. Wisst ihr noch, wer am Anfang alle Artikel alleine geschrieben hat? Genau. Ich. Weil ich immer für euch zurückgesteckt habe. Und was hat das jetzt damit zu tun? Dass ich keine Lust mehr habe, alles allein zu machen. Deshalb werde ich ab jetzt alle Artikel doppelt vergeben und der bessere wird veröffentlicht. Was heißt denn der bessere? Mehr Adjektive? Mehr Relevanz. Und wer entscheidet das? Ich. Das finde ich ziemlich eckig. Das ist faire Konkurrenz und gut für die Qualität. Also, strengt euch an. Sicher, dass das nicht mal unser böser Geist war? Keine Ahnung. Hey, Io. Hi. Ich wollte nicht stören, dachte, ich hol die Notizen. Ich auch. Ist alles okay bei dir? Du warst heute Morgen irgendwie... Tut mir leid. Ich musste schnell zum Sharespace, weil Charlotte hat sich Sorgen gemacht und so oft bin ich nicht über Nacht weg. Kann ich mir denken. Ich wollte nicht, dass du Ärger kriegst. War ja meine Schuld und ich fand's auch echt schön mit dir. Ich auch. Kann ich dich was fragen? Kann ich dich... von morgen.